Wir würden dann rübergehen in Richtung Trim, Sitze. Ja. Hast du die Möglichkeit, Doppelstitch zu machen, wenn du willst? Aber bedeutet, das wirst du nicht in ein Auto verbauen dann, oder? Was da ich verbauen nicht. Wir das. Da verbauen wir das. Okay, great. So. No. Schon falsch, schon falsch. Das ist Zone 3, das machen wir unten. Ja, genau, genau. Herzlich willkommen, Sonntag, eine neue Folge. Heute bin ich ja bei Bentley. Wir fangen an in der Heritage Garage. Dort treffe ich Matthias. Und ihr wisst ja, ich liebe die Innenausstattung. Und das schauen wir uns auch heute an. Und wenn ich viel, viel Glück habe, darf ich sogar einmal dabei sein und Hand anlegen. Aber jetzt fangen wir erstmal an in der Heritage Garage. Ja, also wir sind hier in der Heritage Garage, wo wir alle Autos nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch haben oder Autos aus dieser Zeitphase. Mhm. Und das Interessante ist in der Tat bei Bentley, 80%, über 80% aller Bentleys, die jemals gebaut wurden, fahren heute noch. Wahnsinn. Ne? Und das ist Wahnsinn. Über 80%. Ja. Ja. Im letzten Jahr 20-jähriger Geburtstag. Ja. Und das war eigentlich, ich sag mal, der, wie man so schön sagt, Game Changer für Bentley. Ja. Ja. Als Gran Turismo, Bentley ist eine Gran Turismo Marke. Was heißt das? Du kannst mit einem Bentley entspannt, kannst du längste Strecken fahren. Ja. Und du kannst mit demselben Auto kannst du auch eine Rennstrecke gehen. Ja, und das war euer Erfolgsmodell. Wer weiß, wenn das nicht so gekommen wäre, wo Bentley gelandet wäre, oder? Ja, ist so. Das ist ja das Goldstück jetzt, auch in Gold, wenn man es so nennen darf. Ja, ja, das ist unser aktueller GT Speed. Ja, alles in einem. Langstreckenauto, ja, genau. Sportliches Auto, Gran Turismo. Du kannst auf die Rennstrecke gehen, wenn du möchtest. Du hast allen Komfort darin. Und trotzdem, wie gesagt, Gran Turismo, Agilität und und das ist klasse. Und da steht er. Ja, da steht er. Da steht der Bentayga. Also wie gesagt, das ist ein V8S. Das ist der sportlichste Bentayga, den wir haben. Okay. Und du kannst das Auto eigentlich nach Belieben personalisieren. Das ist jetzt eine sogenannte Mulliner-Ausstattung. Das heißt, du hast immer beim Bentley die Kombination aus diesem Craftsmanship, aus den Materialien, aus Handarbeit, ja, mit der Solidität und auch mit diesem fantastischen Fahrgefühl. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ah, hat Spaß gemacht. Ich weiß ja immer, wie durchgetaktet ihr seid. Das weiß ich. Für uns geht es jetzt weiter zu Andreas. Jetzt haben wir uns die Autos mal von außen angeschaut. Jetzt schauen wir mal, wie so ein Auto von innen produziert wird. Hallo, hi. Hamid Mossadegh. Andreas. Andreas, grüß dich, hi. So, bevor wir mit Andreas uns weiter unterhalten, damit ihr auch Andreas hören könnt, wird jetzt Andreas einmal verkabelt. Ja. Und dann geht's los. Gut. Gut, dann rein in unsere heilige Halle. Alter Schwede. Hier haben wir im Prinzip alle Hölzer gelagert, die wir für die nächsten 2 Monate produzieren. Okay. Der Wert, der hier liegt, roundabout 500.000 an Warenwert. Und wir gucken auch natürlich, dass wir die besten Hölzer der Welt auch für die Autos bekommen. Ja. Das heißt, wir haben einen einzigen Mitarbeiter, der sich nur darum kümmert, auf Auktionen weltweit das richtige Holz in der richtigen Qualität auch zu bekommen. Unglaublich. Das, was ich ja phänomenal finde, ich habe ja komplett, wie heißt es nochmal? Liquid Amber. Und das ist alles gleich. Auch wenn ich mein Rotation-Display reinfahre, genau, dann gehen die Furniere sozusagen, also dann geht diese Musterung, geht dann weiter. Es ist dann nicht unterbrochen oder so. Und das finde ich natürlich bei so einem, ist ja richtig viel Fläche auch vorne. Genau. Dass das alles so exakt passt, finde ich persönlich mega cool. Und für diejenigen, die dann jetzt so vielleicht kommentieren, ja Mensch, Holz und Umwelt und so weiter, es ist ja hauchdünn. Genau. Ne? Und dann wird es ja sozusagen geschweißt. Ja, genau. Es ist 0,6 mm auf einen Untergrund, auf einen metallischen Untergrund aufgepresst. Okay. Und weil du das Thema Nachhaltigkeit angesprochen hast, wir verwenden eigentlich nur Bäume, wie zum Beispiel bei Walnut, die nach 80 Jahren keine Walnüsse mehr produzieren oder keine Ernte mehr da ist oder wenn sie uns selber umgefallen sind. Wahnsinn. Und was ist hier dein Favorit? Mein Favorit ist auch Liquid Amber. Ach, ich like Open Pore. Also ich nach dem liebe Motto, wenn das. Es gibt ja, wir können es ja im Prinzip als High Gloss machen. Cool. Bevor wir weitergehen, jetzt haben wir so viel mit Andreas gesprochen. Was ist denn deine Aufgabe, Andreas, bei Bentley? Also meine Aufgabe ist, ich bin hier der verantwortliche Vorstand für Produktion. Okay.
Und in dem Rahmen gehört auch wirklich im Prinzip die komplette Fahrzeugfertigung von Lackiererei über Interieur, Wood and Trim, Montage bis zur Fertigstellung des Fahrzeuges, wird begleitet von Planungsabteilung, die auch verantwortlich ist für die ganze Gestaltung des Standortes. Mhm. Macht unheimlich viel Spaß, hier mit den Menschen zu gestalten und zu verändern. Finde ich gut. Ja. Na, gehen wir weiter. Gut, gehen wir weiter. Super, klasse. Ach, und hier habt ihr auch so eine Spezialtür und Spezialklimatisierung. Ja, genau. Wie auch für die Zigarren. Wahnsinn. Auch wichtig, dass das Holz immer bei der richtigen Temperatur und auch bei der Luftfeuchtigkeit lag. Ja. Wenn ich dir kurz den Prozess erzählen darf, das ist der Grundträger, wir das aufbringen. Mhm. Es wird dann gepresst bei ungefähr 200 Bar, 150 Grad für 5 Minuten. Okay. Wir gehen dann danach über, dass das Teil erstmal geschliffen wird an den Kanten. Ja. Danach wird es lackiert. Mhm. Danach beginnen wir in verschiedenen Stufen zu schleifen. Mhm. Dann wird das Teil poliert, danach wird es im Prinzip auf Kontur gefräst und dann wird am Ende erst montiert. Wie lange dauert das ungefähr? So eine Prozedur? Ungefähr 10 Stunden im Fertigungsprozess, bis ein Holzset fürs Fahrzeug fertig ist. Also ein Arbeitstag. Ein Arbeitstag. Dann würde ich dir gerne zeigen, wie wir das Matching zum Holz machen. Und dazu wird man an den Arbeitsplatz gehen und du kannst es gerne mal selber ausprobieren. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Kannst du es denn selber auch? Ich habe es auch gemacht. Echt? Also das war für mich so, dass ich gerne jeden Arbeitsplatz selber mache, um einfach auch zu verstehen, was dort passiert. Hi, Hamid. Nice to meet you. So, das ist die gleiche Innenausstattung, die ich auch habe in meinem Bentley. Und jetzt können wir mal live dabei sein, wie das funktioniert. Das ist jetzt mega cool. Okay? Okay. Wir müssen jetzt gucken, dass es genau passt. Hier könnt ihr es genau sehen. Also es passt genau so, unfassbar. Das ist sozusagen, ich sitze jetzt hier, fahre, da ist mein Rotation Display und hier ist komplett meine Schaltung und die ganzen Knöpfe sind dann auch hier. Und so sitzen wir jetzt im Auto. Aber wir überfahren nicht Andreas, keine Sorge. Okay. Hier haben sie extra eine Richtlinie, wo du genau die Mitte hast. Und dann gehst du so durch. Okay. Das ist jetzt Kleber, also der hat unten eine Pedalerie und dann geht das einmal durch und dann wird das sozusagen zusammengeklebt. Also das muss nicht immer bündig sein, du kannst es auch verschieben, aber Hauptsache die Struktur passt. Das ist wichtig, ne? Das ist echt wichtig. Okay. Are you sure? Okay. Yeah, sure. So, ich soll es jetzt machen? Genau. Okay. Das unten die Fußtaste, genau. Ja, genau. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Würdet ihr jetzt das Auto kaufen, ja oder nein, was ich jetzt gemacht habe? Ist es okay? Ja. So, also das ist Handarbeit. Das weiß man gar nicht zu schätzen, wenn du so ein Auto jeden Tag fährst. Da steigst du einfach ein, da fährst du los. Aber hier spürst du richtig, wie viel Arbeit dahinter steckt, oder? Genau. Das ist unglaublich. Jetzt klebt es sozusagen zusammen. Da könnt ihr es sehen. Zack. Einmal. Und das ist dann zweimal durchgegangen in dem Sinne. Sehr gut. So, warte, ich muss mal kurz überlegen. Das sind die Lufteinlässe. Hier ist auf jeden Fall Schalter. Also das ist meine Mittelkonsole. Das ist natürlich cool. Da hat er genau die Markierungen, wo er das genau platziert. Das sind die Richtlinien für die Lasermaschine, damit die Lasermaschine dann erkennen kann, wo er was zu schneiden hat. Achso, jetzt kommt Front. What is this LP? Left and Passenger. Ah, Left and Passenger, Left and Drive. Siehste, schon wieder was dazugelernt. Also die Markierung muss dann hiermit stimmen, dass wenn du die Tür zumachst, dass du echt eine Linie hast, dass das Auto nicht unruhig wirkt. Also daran kann man immer sehen, weil ihr sagt ja auch immer in den Kommentaren, warum ist so ein Auto über 300.000 Euro? Das ist hier Handarbeit. Und Handarbeit kostet halt dementsprechend auch Geld. Und dann natürlich auch fein, präzise ausgesucht und speziell gelagert und so weiter. Und daher kommen auch die Summen zusammen. Genau. Das ist einfach so. Genau. Ne? Genau. Und es genau. ist wirklich Handwerk. Gut. Okay. Rob. Yeah, cool. So, yeah. I think we have to move, Rob, because we have to go down to trim. Yeah, yeah. Okay. It's not like okay. for you. Good. Yeah. So, jetzt sind wir im Trim, also im Prinzip alles, was mit dem Thema Sitze und Näherei zu tun hat. Ja. Guckt euch das mal an. Wir haben in Summe 117 Nähmaschinen, die hier im Einsatz sind. Das ist Wahnsinn. Ja.
alles per Hand, alles komplett per Hand. Hier sehen wir nicht einen Roboter. Jetzt kommen wir eigentlich in den Bereich, wo wir das Thema Double Stitching machen. Okay. Hier, Jörg, guck mal hier, das ist ganz wichtig. Hier, guck mal hier. Cross Stitch. Liebe Grüße an Matthias. Hi, Hanni. Nice to meet you. Hi. So. Damit du ein Gefühl dafür kriegst, was meinst du, wie lang ist eine Double Stitch Naht in einem Bentayga? Das macht sie per Hand. Ja, klar. Ach so, das macht sie per Hand. Ja, was meinst du, wie lang? In was, in Meter oder? In Metern. Im kompletten Auto. Wenn du mich so fragst, 50? 133. 133 im Bentayga und im GT 115. 115 Meter. Genau, also so hoch wie die St. Paul's Cathedral in London oder das Riesenrad in London ist 133 von der Höhe, dass du ungefähr einen Vergleich hast. Und das ist alles per Hand. Ja. How long do you need for one of these parts? 25 minutes. Yeah. Also sie braucht 25 Minuten für so ein Teil, ich bräuchte 2 Tage. And for the whole car? Which kind of car? Bentayga und ein GT. Two-door GT would take about 15 hours. Four-door GT takes about 18 hours. 15 hours. Genau, also 15 Stunden, diese komplette Doppelnaht an einem Fahrzeug zu machen. Unglaublich. You gonna have a go? Yeah. Willst du probieren? I try. Thank you. Can I say that? Yeah. Okay, great. So. So. Yeah, that's it. Okay, great. Und das den ganzen Tag? Oh, schon ein Fehler. Schon ein Fehler. Okay. Ist okay? Thank you very much. So, Personalisierung ist nicht nur beim Holz, sondern auch bei den Sitzen. Kannst du sagen, es gibt keine Grenzen? Es gibt keine Grenzen. Ja. Also ich habe auch mal gefragt, dieselbe Frage. Ja. Und was ich gehört habe, war so zwischen 3 und 3,5 Millionen verschiedene Varianten, Wahnsinn, die es gibt an Farben, an Perforierung, an Stitching. Und eigentlich, wie du vorher schon gesagt hast, eigentlich ist kein Auto gleich. Ja, deswegen, das ist es ja. Wie du richtig sagst, wir nehmen nur Bullen, alles was nördliches Europa ist. Ja. Auf der einen Seite wegen Luftfeuchtigkeit und wegen Temperaturen. Ja. Keine Insektenstiche, weil Insektenstiche im Prinzip auch die Qualität des Leders beeinflussen. Thema Mückenstiche, ganz, ganz klassisches Beispiel, Porsche 993. Das ist eigentlich ein super schönes Leder, aber manchmal siehst du, dass es Hauch anfängt zu reißen. Das ist aber nicht, weil die Qualität von deinem Leder schlecht ist. Das sind tatsächlich die Mückenstiche, die dann irgendwann mal nachgeben. Und das, deswegen achtet ihr so drauf, dass da keine Mückenstiche drin sind. Wahnsinn. Genau. Aber damit du da mal einen Einblick kriegst, gehen wir mal vor und sagen, wir schauen uns mal an den Bereich, wo wir das Leder kontrollieren. Ja, okay. Wo also im Prinzip die Mitarbeiter sind, die die Oberfläche inspizieren, nach Fehlern suchen. Okay. Und wie wir dann die einzelnen Lederbereiche ausschneiden und dann im Prinzip in die Fertigung gehen. Okay. Das ist eine rein manuelle Tätigkeit. Guck mal, das ist dann genau perfekt beleuchtet. Und dann kann man genau sehen, ob da irgendwas beschädigt ist oder nicht. Das heißt, hier auf dem Leder ist dann im Prinzip mit einem farbigen Stift angezeichnet, zum Beispiel, dass diese Ecke vom Leder nicht verwendet wird. Und was jetzt passiert? Wir legen jetzt diese Leder hier im Prinzip auf die Anlage, haben ein Kamerasystem, das das Leder inspiziert mit den ganzen markierten Flächen. Der kümmert sich darum, dass so wenig wie möglich weggeschmissen wird. Genau. Da ist Linnen. Da ist Linnen. Das ist Zettel. Ne? Genau. Aber ich sehe viel Zettel. Ja, das ist echt beliebt. Genau. Aber da hinten sehe ich auch knallorange. Hinten siehst du auch orange. Da hast du die Blautöne? Genau, da haben wir die Blautöne oder auch Gelbtöne. Wahnsinn. Und zeigt wirklich auch nochmal die Bandbreite von dem, was heute auch im Bereich der Individualisierung möglich ist. So, und wo wir jetzt hinkommen, nachdem wir genäht haben, nachdem wir ausgesucht haben, ist vor allem auch das Thema Embroidery, also im Prinzip auch Stitching, Headdress. Und wir haben ja grundsätzlich unser Bentley-Zeichen in den Sitzen drin. Ja. Und hier auch nochmal eine Übersicht auf dem, was möglich ist. Wobei ich sagen muss, ich habe selten ein Bentley gesehen, wo so individuell was drin ist. Du siehst natürlich am meisten Branding-Paket, das heißt 4.700, ne? 4.711. Stitchings, aber innerhalb von 6 Minuten, das ist okay. Innerhalb von 6 Minuten, das ist okay. Oder du siehst halt auch sowas, dass der Speed drin ist. Ja, das siehst du sehr oft. Selbst Molina sehe ich sehr, sehr selten. Ja.
Andreas, vielen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Damit. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Ja, es ist Wahnsinn. Wir könnten hier einen Beitrag drehen, was 3 Tage geht. Absolut. Und ich finde das so cool, wie du das erklärst. Man sieht so richtig, dass du voll drin bist. Ja. Und das ist natürlich auch extrem wichtig für deine Position auch. Ja. Danke, dass ich auch dabei sein durfte. Danke, dass wir dabei sein durften. Aber ein Espresso trinken wir noch zusammen. In dem Sinne. Komm. Danke dir.